Timeout. 2 Sekunden. Sobald sie anpfeift, läuft die Uhr. Das heißt, du kannst nicht rumeiern mit dem Ball, du musst sofort werfen. Macht der Tobi Gritsch. Und der wird geblockt von Flensburg. Und da müssen wir mal Applaus geben, Landesligameister, sehen wir auf dem T-Shirt. Ja, ist ja meine A-Jugend. Und deswegen kannst du sagen, was die besonders gut machen. Die Jungs waren ja meiner Meinung nach unterfordert in der Liga, wo sie jetzt Meister geworden sind. Die hätten in die Bayernliga gehört. Ja. Dementsprechend sind sie auch völlig verdient Meister geworden. Das ist jetzt der Anspruch für die Quali, dass sie jetzt die Bayernliga-Quali schaffen. Die sind, was mir sehr gefällt, in der Abwehr gut dahinter, auch aggressiv. Das ist in der Jugend immer, wo man eigentlich als Trainer mal mehr ran muss. Ich musste eher bremsen. Fällt mir sehr gut und die sind super schnell. Die haben einen guten Wurf schon. Also das ist gut ausgebildet. Die Trainer, die es vorher gemacht haben, haben das gut gemacht. Verlogen an alle Zuschauer. Ich darf die herzlichsten Glückwünsche aus München von unserem Präsidenten überbringen und darf euch heute für eure tolle Leistung nach 2 wirklich schwierigen Corona-Jahren, wenig Training, Abstand etc. etc. endlich mal wieder eine normale Saison zu spielen und dann so eine Saison zu spielen und Meister in der Landesliga zu werden. Daher erstmal meinen herzlichsten Glückwunsch an euch. Genau, ich habe ja gehört, es sind noch 3 andere Mannschaften im Jugendbereich auch Meister geworden. An der Stelle von mir, vom Bezirk, auch noch die herzlichsten Glückwünsche an die anderen Mannschaften, wo da sind. So, ich komme natürlich nicht ohne irgendwas, um euch mitzubringen. Und zwar obligatorisch, wo sie letztendlich endet oder verstaubt in der Geschäftsstelle. Die Urkunde für den Meister. Und meine kleine Assistentin hat dann noch einen Wimpel für euch. Als Landesligameister darf mal einer herkommen und sich's abholen. Und dass dann alle von euch noch was haben, aber ich hoffe, die Trainer verzichten auf ihre T-Shirts für die Jungs. Gibt es vom BHV für jeden von euch noch ein T-Shirt. Genau, ich habe die T-Shirts drüben hin, da kann sich dann jeder eins noch mitnehmen. Und falls ihr... Für die anstehende Quali wünsche ich euch viel Erfolg. Ich denke, die ersten Spiele werden vielleicht schon rum sein. Toi, toi, toi und verletzungsfreie neue Saison. Gibt Gas. Vielen Dank, Sabine. Und jetzt freuen wir uns